möchtest du emotional erfüllende Beziehungen führen können? Ob es Liebesbeziehungen sind, Freundschaften, familiäre Beziehungen, was auch immer. Beziehungen, die über gemeinsame Aktivitäten hinausgehen, wo du gehört wirst, gesehen, wo du dich öffnen kannst, wo du urteilsfrei aufgenommen und angenommen werden kannst. Du musst als allererstes selbst dazu fähig sein, mit jemandem emotional intim zu sein. Und wie das funktioniert und warum das so ist, erkläre ich in diesem Video. Intimität, auf Englisch Intimacy, kann man in drei Wörter spalten. Into, me, see. Also in jemanden, in mich hinein reinschauen. Ich habe hier so zwei Menschen. Das sind zwei Menschen. Die sind beide durchsichtig. Die sind gerade offen. Ne? Hier oben ist offen. Und die treffen sich und die wollen eine emotionale Verbindung zueinander aufbauen. Dann können die sich ja verschließen und dann fließen die Energien von einem Glas in das andere. Das kann immer fließen, frei. Es gibt einen Austausch. Der eine spricht, er wird gehört. Der andere spricht, wird gehört. Also die Energie fließt. Jetzt sind wir aber Menschen nicht so leere Gläser, sondern wir haben viele verschiedene Erfahrungen und Glaubenssätze. Und jetzt sagen wir mal, diese Person, die hat jetzt verschiedene Erfahrungen gemacht. Das sind schlechte Erfahrungen. Dann haben sich dadurch verschiedene Meinungen entwickelt. Die sind von verschiedenen Ängsten oder Traumata jetzt gekennzeichnet. Das sind so diese Sachen, die diese Person ein bisschen schwerer machen. Aber die sind drin und die haben wir alle in uns drin eigentlich. Also es gibt niemanden, der komplett leer ist. So, es ist aber, je mehr da drin ist, desto schwerer wird es. Und das ist so diese negativen Sachen, die uns runterziehen und die uns ausbremsen im Leben. So, jetzt hat diese Person das hier. Und die andere Person hat ja genau das Gleiche. Sie hat auch negative Erfahrungen gemacht. Sie hat daraus beschlossen, dass diese Erfahrungen bedeuten, dass ich nicht geliebt werde oder dass ich nicht gut genug bin, also negative Glaubenssätze. Und daraus haben sich verschiedene Meinungen entwickelt, wie die und die Art von Menschen ist böse oder die Welt ist unsicher. So, genau das Gleiche. Ne? Beide haben jetzt ihre Sachen drin. Wenn die sich jetzt miteinander verbinden wollen, emotional, dann geschieht in der Regel Folgendes. Und zwar, diese Person fängt jetzt an zu reden und sagt jetzt irgendwas aus ihrer eigenen Erfahrung. Zum Beispiel, naja, wenn ein Mann seine Frau betrügt, dann gibt es da bestimmt einen guten Grund dafür, die Frau ist selbst schuld. So. Das Problem ist jetzt, dass diese Person gewisse Erfahrungen gemacht hat, die davon, was gesagt worden ist, getriggert worden sind, also ausgelöst worden sind. Vielleicht ist diese Person von ihrem Mann schon mal betrogen worden. Und jetzt kommen diese ganzen Gefühle hoch. Puh, sie ist getriggert worden. Und da sind so Gefühle und Gedanken wie, was, das geht nicht. Also Empörung oder Wut. Wenn ein Mann das macht, dann ist er nur selber schuld. Da kommen die Erinnerungen hoch von damals, wie die Frau alles getan hat, um diesen Mann glücklich zu stellen. Und wenn diese Gefühle hochkommen, dann fangen die an, so vorne zu kleben. Dann ist diese Person jetzt nur noch mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt. Diese Gefühle quasi so die Sicht versperren. Also man beschäftigt sich jetzt nur noch damit. Man kann eigentlich nicht mehr zuhören, was da noch alles kommt, weil man so wütend, empört, enttäuscht, verletzt ist, dass man nur noch das vor sich sieht. Wir sehen also, ne? Hier ist noch ein bisschen offen und hier ist schon verschlossen. Also wenn diese Person jetzt diese Person angucken möchte, dann geht es nicht mehr. Das heißt also, Intimität ist jetzt nicht mehr möglich, weil ich sehe jetzt hier nichts mehr, es ist verschlossen. So, also Intimität nicht mehr möglich. Und wenn Intimität jetzt hier nicht mehr geht, weil diese Gefühle jetzt meine Sicht versperren, dann werde ich selbst verschlossen. Ich verschließe mich vor jeglichem weiteren Energiefluss.
Jetzt kann man sich nicht mehr miteinander verbinden, da kann jetzt nichts mehr fließen. Das heißt, Intimität ist nicht möglich. Und warum ist sie nicht möglich? Weil die eigenen Gefühle getriggert worden sind. Die Lösung dafür jetzt ist, dass das hier erst gar nicht hochkommt und erst gar nicht aufkommt, dass es erst gar nicht drinne ist. Weil wenn es nämlich, wir spulen ein bisschen die Zeit zurück, hier gar nicht erst drinne gewesen wäre, dann würde hier gar nichts hochkommen, dann würde das offen bleiben und dann könnten beide weiter darüber reden. Auch wenn diese Person etwas erzählt von sich, von ihren eigenen Erfahrungen, wird diese Person nicht getriggert. Ein Beispiel, diese Person erzählt etwas von, das ist jetzt eine andere Erfahrung zum Beispiel, so eine Haarklammer habe ich hier. Diese Person hat irgendwas gemacht mit grüner Hautfarbe zum Beispiel, irgendeine Erfahrung mit grüner Hautfarbe. Dann erzählt sie so, erzählt und dann kommt da raus, grüne Menschen können aber wirklich nicht kochen. Ne? Und du hast das aber gar nicht in dir drin. Das ist hier gar nicht drin, so eine Haarklammer. Es sind ja nur Papiere drin. Dann kann so eine Haarklammer hier auch gar nicht hochkommen, weil du hast gar keine Erfahrung mit grünen Menschen. Für dich existieren grüne Menschen mit grüner Hautfarbe eigentlich gar nicht. Also wovon redet sie? Du wirst davon nicht betroffen. Hier kommt nichts raus. Es wird nichts getriggert. Es wird nichts ausgelöst. Dann bleibst du offen und kannst einfach nur weiter zuhören, was diese Person über grüne Menschen erzählt. Na, das kann hier hochkommen, sie kann über grüne Menschen erzählen und du kannst dir das anhören und kannst darauf eingehen, antworten, vielleicht nochmal nachfragen, was meinst du mit grünen Personen? Grün hinter den Ohren oder grüne Hautfarbe? Nee, ich meine schon grüne Hautfarbe. Ja, wo wohnen denn grüne Menschen? Also man kann so ein bisschen in die Diskussion miteinander gehen. Ne? Es wird aber bei dir nichts getriggert, weil du eben keine Haarklammer drin hast. Es kann nur was getriggert werden, wenn hier etwas rauskommt, hier wird etwas gesagt und das entspricht jetzt deinem Inneren und das fängt an zu brodeln, es wird ausgelöst, getriggert, zack. Jetzt bist du verschlossen. Und jetzt egal, was die andere Person versucht zu sagen oder sich noch zu erklären oder irgendwie, das meinte ich doch gar nicht so oder es waren aber nur meine Erfahrungen, hat ja nichts mit dir zu tun, du kannst nicht mehr zuhören. Du bist jetzt nur noch hier. Und verschlossen. Deswegen ist es wichtig, dass du an diesen Triggern hier arbeitest. Und zwar, zuerst musst du mit diesen Triggern eine Intimität eingehen. Eine emotionale Intimität. Das bedeutet also, zuerst musst du mit diesen Triggern Intimacy machen. Intimität, Intimacy. Und Intimacy heißt, sich diese Trigger zu nehmen und sich die anzuschauen. Sie, Intimacy. Sich diese Trigger rauszunehmen und anzuschauen. Woher kommt es? Was ist es? Wie fühlt sich das an? Warum ist dieses Gefühl da? Mit welchen Erfahrungen hängt es zusammen? Und was habe ich für eine Bedeutung diesen Erfahrungen zugeordnet? Kommt das von viel früher, von der Kindheit? Hat es irgendwas mit meinen Kindheitserfahrungen gemeinsam, fühlt sich das irgendwie so an, als würde ich das schon so ein bisschen kennen? Oder ist da neulich was passiert? Warum ist es da? Sag mir bitte, ich möchte dich jetzt kennenlernen. Das ist diese Intimität. Wenn du das gemacht hast, wird sich das auflösen. Und zwar, es wird ja nicht verschwunden, es wird nicht zerstört und nicht weggedrückt, sondern es wird sich einfach ganz normal auflösen. Weil es in dir selbst integriert sein wird. Das wird quasi in dieses Glas mit hineingehen und in Freude und in Frieden integriert sein. Und dann ist es nicht mehr so als so ein schwerer Stein, so ein schweres Gepäckstück drin. Und dann kannst du offen bleiben, weil dann, egal was diese Person sagt, wird ja nichts aus dir rausfließen. Es wird ja kein Trigger aus dir rauskommen. Und dann kann die Intimität und die Kommunikation weiterhin ganz normal fließen. Nun ist es natürlich wichtig, dass diese Person genauso an ihren Triggern arbeitet, weil es gilt alles auch umgekehrt. Wenn ihr euch miteinander unterhaltet, du erzählst etwas von dir, die Person wird getriggert
oha, vergangene Gefühle, Emotionen, Erfahrungen, zack, ich sehe nichts mehr und du bist offen und diese Person ist jetzt komplett verschlossen, fließt nichts mehr. Das heißt, es gehören zwei zu einer Beziehung. Beide müssen diese Fähigkeit zur Intimität haben. Oder anders gesagt, es ist nicht möglich, eine emotional intime Beziehung aufbauen mit jemandem, der nicht emotional intim sein kann. So, der verschlossen ist. Und der muss natürlich genauso an seinen eigenen Triggern arbeiten. Sich das rauszunehmen, angucken, ah, okay, was ist das für ein Trigger? Wo kommt das her? Ich möchte das mal genau kennenlernen. Ich schaue mir das mal genau an. Und dann arbeitet sie alle ihre Trigger aus oder zu diesen bestimmten Themen und dann ist die andere Person auch wieder frei und sauber, um mit dir emotional intim zu kommunizieren. Leider sind wir in unserer westlichen Gesellschaft zum größten Teil alle nicht mehr fähig zur emotionalen Intimität oder haben es nie gelernt. Das macht nichts. Meine Hoffnung ist, dass sich das mit der Zeit ändern wird und das ist auch ein Grund, warum ich diese Arbeit mache. Und irgendwann mal müssen alle diese Arbeit machen. Und wenn du jetzt mit dir anfängst und 10 weitere Menschen mit sich selbst anfangen, dann wirst du immer mehr diese Chance haben, anderen Leuten zu begegnen. Und das Gesetz der Unseen Law of Attraction, das Spiegelgesetz auch genannt, funktioniert ja so, du ziehst ja das an im Außen oder du siehst im Außen das, was so ist wie du. Also je häufiger du dann an deinen Triggern arbeitest und je offener du sein kannst, also nicht mehr reagierst, automatisch reagierst und in so ein überwältigendes Gefühl hineingehst, desto häufiger werden auch andere Menschen, die dazu auch fähig sind, dir begegnen. Und so quasi wirst du das ja manifestieren. Lass dich aber nicht davon entmutigen, wenn du an dir arbeitest und die andere Person aber verschlossen bleibt. Da ist kein Austausch, das geht nicht. Du musst dann einfach sagen, okay, dann nicht. Dann gehst du weiter, suchst weitere Personen, die dann dazu fähig sind. Und deswegen ist die Arbeit an den eigenen Triggern so wichtig, damit man überhaupt dazu erst fähig ist und in der Lage ist, mit jemandem in emotionale Intimität zu treten, wenn es dann einen Gegenüber gibt. Und den wird es immer geben. Der wird früher oder später kommen. Es werden mehrere Leute kommen. Wie gesagt, je mehr du an dir arbeitest, desto häufiger wird es in deiner Realität auftauchen. Aber du musst offen sein. Weil es bringt ja nichts, dass du verschlossen durch die Welt gehst und mit deinen voller Trigger und jedes Mal, wenn du dich mit jemandem unterhältst, poppen diese Trigger raus und vernebeln dir die Sicht und hier ist dir jemand begegnet, der emotional offen ist, du aber selbst nicht, das bringt auch nichts. Und wie du das schaffst, an deinen emotionalen Triggern zu arbeiten und um dich zu öffnen, erkläre ich dir in meinem nächsten Video. Bis dahin alles Gute.